Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light 2 Uncut auf meinem Kanal. Wir gehen diesmal in Richtung Krankenhäuser in die Dark Zones und werden uns die GIE-Pakete rausholen, und zwar die Hemmstoffe. Das Ganze machen wir bei Nacht, oder wir versuchen es zumindest. Ich packe mir hier erstmal noch eine heftige Waffe rein. Wir versuchen es erstmal mit dieser hier. Die ist nämlich schon ein bisschen gepimpt. Und ansonsten nehme ich noch eine stärkere mit. Wir werden sehen, ob das klappt oder nicht. Ich habe ihn gut ausgerüstet mit Mollys und... Und was habe ich noch dabei? Diese anderen Dinger, diese Hemmstoff-Dinger bei Nacht. Dass man auch, ja, genügend... Ausdauer hat und ich nicht immer wieder ins Licht muss. Ob das Ganze halt funktioniert, das werden wir jetzt erst sehen. Oder ob ich dafür einfach noch zu schwach bin. So, bin ich auf jeden Fall definitiv erstmal darunter. Okay, gehen wir erstmal nochmal in die Sicherheitszone. Dann sollte ja, da ist ja schon das Krankenhaus. Jetzt muss man erstmal schauen, wie man nochmal da hochkommt. Wohin bin ich nämlich versehentlich da hochgeklettert? Da hat jemand eine Leuchtpistole abgefeuert. Wie komme ich da aufs Dach hoch? Hier wahrscheinlich. So, gehen wir einfach mal rein. Sie haben Sperrgebiet betreten. Genau, hier war ich auch schon mal drin gewesen. Nur das war noch viel zu heftig. Da kam ich nicht weit. Genau, hier war ich, glaube ich, schon in dieser Tür. So, ein Kristall. Und hier war ich, glaube ich, drin gewesen. Na komm. Ein Militärmedikit. Ganz viel Harz. Nehmen wir natürlich mit. So, schnetzeln wir uns einfach durch.
Okay, die Infizierten looten wir auf dem Rückweg. Dann lassen die ja diese Päckchen fallen. Da haben wir weniger Arbeit damit. Kann man hier rein? Von innen verschlossen. Oh, hallo. Hier liegt nichts weiter rum, außer der Rucksack. Irgendwie hat das nicht funktioniert, dass ich mich nicht reißbringen konnte. So, die erste Waffe ist schon mal Schrott. Was liegt denn hier Schönes? Antibiotikum. Achso, das war hier die Tür. Von innen verschlossen. Okay, aber hier war jetzt kein Hemmstoff. Okay, da geht's da raus. Da geht's da raus. Muss ich wohl dahin? Schön, können wir hier rein. Hier liegt noch ein bisschen Harz. Erstmal wieder hier durchkratzen. Na gut, die Waffe ist doch nicht so stark irgendwie. Tipp doch mal, du Sau. So, kann man hier rein? Jo. Einmal Hemmstoff. Die Nacht ist wohl schon vorbei. In der Nähe.
Sehen, schaffen wir das rechtzeitig? Okay. Steht ein Zombie rum. Genau. So, hier kam ich raus. Ich will einfach nicht sterben. So, erstmal wieder Astra-Spray. So. Also, wenn ihr Militär-Medikit braucht, geht einfach hier rein und holt euch. Dann ist erstmal ein Shortcut. Habe ich hier das Ding nicht rausgeholt. Oh. Aber irgendwie hat es mir hier nichts gegeben. Dann gehen wir noch weiter runter. Ich hoffe, dass die letzte Etage noch mal ein Shortcut. Jo. So, und er lebt immer noch. Sanitäter-Turnschuhe kann ich schon gar nicht mehr aufheben. So, kann ich was hier rausschmeißen? Sanitäter-Schuhe, Zeugs. So, mal schauen. Werfen wir mal das so eins raus und so eins. Was ist das?
Ist gar nicht, dass hier so ein Dings hier drin ist noch. Erstmal hier das Zeug hier aufsammeln. So, hier kann man rein. Okay, das haben wir wohl abgeschlossen. So, wollen wir hoffen, dass das auch offen bleibt. Um da drin den guten Shit rauszuholen. So, erstmal kurz hier hochgehen und mit Kollegen schreiben. Oh ja. So, gehen wir erstmal in den Bazar zurück. Ich muss hier mal ein paar Sachen verkaufen. Aber mit dem Aufpushmittel kam ich gut da durch, weil wenn du alles hochrennst und wieder runter, das kommst du nicht voran. Das ist unmöglich. Das Problem hatte ich nämlich beim ersten Mal gehabt. Ich war nämlich da drinnen mit halbwegs gute Waffen. Aber ich hatte keine Chance gehabt. Habt ja gerade auch gesehen, ich bin da fast drauf gegangen, weil da auf einmal so ein Schattenjäger war. Damit hatte ich auch gar nicht gerechnet. Na, da hinten ist die Kirche. So, liebe Leute, an dieser Stelle beende ich erstmal die Folge. Das nächste Krankenhaus folgt dann in der nächsten Folge. Das soll auch nur so ein kleiner Guide werden, keine richtige Folge hier, wie man am besten da durchkommt. Und ich habe gesehen, mit dem Aufpushmittel geht es wirklich richtig easy eigentlich. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.